Es ist der angesagte Hotspot bei Tauchern und natürlich auch für Badefreunde. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 7 Minuten. Und damit herzlich willkommen in Neufeld an der Leiter. Wir sitzen hier bei Sonnenschein auf der Seeterrasse im Seehotel mit Herrn Bürgermeister Michael Lampel im Gespräch. Schön, dass wir bei Ihnen sein dürfen. Schön, dass ihr gekommen seid. Freut mich sehr. Sie haben mir vorab schon ein bisschen was erzählt über Neufeld an der Leiter. Jetzt weiß ich, vom Industriegebiet eigentlich zu einem der beliebtesten Tourismusziele. Ja, Neufeld hat sich gewandelt, hat einen industriellen, touristischen Wandel vollzogen, war früher sicher einer der Top-Industriegebiete Burgenlands mit Braunkohlenbergwerk, mit Hanfjute-Industrie, auch mit einer chemischen Fabrik und so weiter. Und jetzt inzwischen hat es sich alles gewandelt. Der Neufelder See ist gekommen, ein natürlicher See, der aus dem Kohlenbergwerk entstanden ist und hat sich zu einer Neufeld, mit dem Neufelder See als Aushängeschild, zu einem Tourismusgebiet, zu einer Tourismusregion gewandelt, die herzeigbar ist. Viele Freunde, die hier baden kommen und tauchen kommen, haben es wahrscheinlich schon bemerkt. Ich selbst auch. Es hat sich ein bisschen was getan bei Ihnen hier am See. Ja, wir versuchen immer jedes Jahr hier zu modernisieren, natürlich attraktiv zu machen. Wir sind ein Familienstrandbad, natürlich für Kinder, für Jugendliche, für Kleinkinder immer etwas zu präsentieren. Heuer ist sicher das Top. Die neue Rutsche, die neue Wasserrutsche, die wir vor kurzem auch eröffnet haben, ist, glaube ich, eine sehenswerte Rutsche, die 18 Meter lang ist und eine Breitwellenrutsche ist, hat gezeigt schon bei der Eröffnung, dass das Anziehungspunkt mehr oder weniger schlechthin des Neufelder See ist für die Jugend, aber auch für Kinder und so weiter. Wir bieten immer wieder Möglichkeiten, Kinderanimation, für sämtliche Badegäste, egal ob es nur Badegäste oder natürlich Taucheldorado, ist ja nichts zu unterschätzen, der Neufelder See als Taucheldorado beliebt bei vielen Tauchern hier in Neufeld, aber auch für viele Möglichkeiten mit Badeln, mit Tretboot, Segeln, alles hier vereint. Wenn ihr jetzt ein paar Tage am See verbracht habt, wie kann ich denn noch bei euch in Neufeld die Natur genießen? Ja, der Vorteil ist, es ist nicht nur der Neufelder See natürlich, wir bieten auch andere Möglichkeiten. Wir haben einen internationalen Radweg, der hier vorbeigeht in Neufeld. Wir bieten aber auch sehr interessante Spaziergänge rund um Neufeld, obwohl Neufeld nicht sehr groß ist, das muss man schon sagen, ja, von der Fläche. Aber es ist genauso Sportangelegenheit, ist das Landessportzentrum Viva in der Nähe hier, wo viele Möglichkeiten ist, aber auch Tennisplatz, Sportplatz, Funcourt, aber auch natürlich Natur und so weiter ist für uns ein wichtiger Begriff in Neufeld. Jetzt weiß ich, dass es bei euch im Sommer so richtig rund geht. Viele Gäste kommen deswegen natürlich auch gern her, aber auch für die Einwohner gibt es natürlich einiges im Sommer. Natürlich bieten wir über das ganze Jahr und verstärkt natürlich im Sommer verschiedene Veranstaltungen. Es sind Top-Künstler hier in Neufeld, nicht nur im Kulturbereich, auch natürlich direkt am See sind Top-Veranstaltungen. Das Neufelder Seefest ist sicher das Highlight des Bezirkes, das ist die größte Veranstaltung, wo bei 15.000 Gästen wir in 2 Tagen hier am Neufelder Seefest mit einem Traumfeuerwerk, das immer am Samstag ist, bei diesem Seefest mit 23 Minuten Klangfeuerwerk vom Wasser weggeschossen, ist sicher das Top-Highlight. Das zieht auch die ganze Region an, dieses größte Bezirksfest, mehr oder weniger muss man sagen, zu Beginn der Ferienzeit, ideal auch für die Schulen natürlich, Schüler, aber auch, wir haben das OF-Sommerfest heuer wieder in Neufeld, wir haben das Nivea-Fest, ist einer der größten österreichweit, das hier ist, wo 2 Tage die Kinder Spaß, Freude haben und so weiter. Du sagst es schon, Michael, junge Menschen, Kinder, die werden angezogen. Wie sieht es denn aus in der Gemeinde? Ist die Gemeinde jung? Die Gemeinde ist sehr jung, das muss man sagen. Wir sind knapp 370 Jahre alt. Das ist für eine Gemeinde sehr jung natürlich. Aber auch die Struktur von Neufeld hat sich natürlich entwickelt. Es ziehen sehr viele junge Familien her, das muss man sagen. Weil, und das, wenn man mit den jungen Familien, die von auswärts kommen, sehr stark natürlich südliches Wien, ist unser Einzugsgebiet, sind natürlich die, wenn man mit den Familien redet, warum sie eigentlich auf Neufeld kommen, ist oft sehr interessant. Auf der einen Seite die Kinderbetreuung, eine Top-Kinderbetreuung von 0, muss man sagen, bis 14 Jahre, von 6.45 Uhr bis 17 Uhr, mit Tagesheim, mit Kindergrippe, mit Kindergarten, mit Volksschule, neue Mittelschule,
und Jugendzentrum, Jugendbetreuung und so weiter, natürlich alles vertreten. Aber was sie noch haben, das junge Familienherz in, ist natürlich die Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Wir haben den Bahnhof direkt mitten im Zentrum, was ja heutzutage sehr, sehr selten ist. Daher haben wir sehr viele Fußgänger und Radfahrer zum Bahnhof und sind in einer halben Stunde in Wien, direkt mit dem Zug oder auch der Autobahnanschluss. Daher, obwohl Neufeld von der Fläche her sehr klein ist, hottermäßig ist Neufeld natürlich sehr interessant für Familien, auch Kinder, viele Ärzte hier. Wir haben bei 12 Ärzte hier in Neufeld, von Kinderarzt über Frauenarzt, über praktische Ärzte, Hautärzte, Chirurgen, viele Ärzte auch da und das Ganze. Und man ist trotzdem, man hat eine städtische Infrastruktur hier zu bieten, ist aber trotzdem am Land und diese Verknüpfung ist das Schöne. Also das Drumherum passt sozusagen für die Jungen. Jetzt möchte ich noch auf ein Thema kommen, Revitalisierung im Bereich der Landwirtschaft sozusagen. Es werden Äcker gerade erneuert. Ja, wir haben da einen neuen Weg begangen mit einem Verein zusammen, wo wir ganz einfach versuchen, Gemeindeäcker, die wir uns behalten haben, jetzt zu revitalisieren, ganz einfach die Natur den Kindern, den Schülern zurückzubringen, dass wir dort anbauen. Das geht über begleitende Maßnahmen, dass man alte Obstsorten wieder anbaut, Bäume wieder dort pflanzt und so weiter, dass man ganz einfach den Kindern diese Natur wieder näher bringt. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Bürgermeister Michael Lampel. Dankeschön. Und Ihnen vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Und wenn Sie auch ein Stück Neufelder Natur genießen wollen, dann schauen Sie doch einmal vorbei. Bis zum nächsten Mal bei 7 Minuten. Machen Sie es gut. Auf Wiederschauen.